Es ist soweit, Theaterzeit. Wie jedes Jahr zu Ostern lud auch heuer wieder die Landjugend Kalham zum Theater ein. Dieses Mal mit dem Lustspiel Paulas Rententrick. Also gespielt wird von unserer Landjugend schon sehr lange. Jetzt zu dem Termin, also um Ostern, wird es jetzt seit 1981 aufgeführt. Und ja, ist eigentlich Tradition bei uns im Ort und die Leute sind froh, wenn wir es machen und haben eine Freude damit. Mein Gott, ich bin froh, dass ich fort von seiner Pension alle noch kenne. Jetzt Monat? Ja, gut sei Dank. Aufgrund eines Computerfehlers der Versicherungsanstalt wurde das Ableben von Paula Brandners Mann nicht erfasst und so kommt die seit geraumer Zeit verwitwete Paula in den Genuss der vollen Rente des Verblichenen. Sich diese Mehreinnahme auch weiterhin zu erhalten, ist das ganze Bestreben der resoluten Seniorin. Also es geht im Prinzip um die Paula, die ihren Rententrick verduschen möchte im Prinzip und alle anderen, die daran setzen, dass das alles sie aufkommt, was schlussendlich im Prinzip dann auch der Fall ist. Viele Stunden Arbeit stecken in so einer Aufführung. Geplant wird schon seit einigen Monaten. Wir schauen mal, wie viele Leute wir sind, dass wir mal die Leute zusammenbringen und dann natürlich müssen wir schauen für die Besatzung, welches Stück das am besten passt. Und dann sitzen wir sie zusammen und dann bestimmen wir einige Bücher von einem Verlag und dann, ja, dann besprechen wir es, was am besten zu uns passen wird. Wir proben jetzt schon seit Jänner, also in der Woche 2-3 Proben und ja, seit Jänner einfach jede Woche immer wieder. Und die Proben sind auch oft ziemlich lang geworden. An die 60 Leute sind bei der Landjugend Kalham mit dabei. Das Theaterstück ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsleben. Also man muss das schon sagen, man freut sich immer wieder, wenn man auf die Bühne geht darf. Und einfach, ich meine, wir fangen ungefähr mit Jänner an. Und dann, wenn du sagst, jetzt ist Ostern, jetzt haben wir einen Höhepunkt. Und dann kannst du mit einem lachenden Gesicht rausgehen. Das ist das Schönste daran eigentlich. Natürlich ist es am lustigsten, wenn die Leute klatschen und der Saal pumpvoll ist. Also gar nicht besser zum Spielen. Eine witzige, turbulente, mit Situationskomik und hintergründigem Humor gespickte Komödie, die für beste Unterhaltung beim Publikum sorgte. Ich höre mir sie jetzt sehr gerne an. Und warum? Weil es eine Geschichte ist. Weil man die Schauspieler eigentlich alle kennt, wenn man da vor Kalham ist. Und dann ist es besonders witzig, wenn es irgendwelche so Insider-Kommentare abgeben und das ist aber ganz lustig. Kalham ist das einfach ein Pflichttermin. Ein Pflichttermin, den man auch nächstes Jahr wieder einhalten sollte, denn eines sei jetzt schon verraten. Man darf sich auch im Jahr 2019 auf ein lustiges Theaterstück der Landjugend Kalham zur Osterzeit freuen. Kommt's nächstes Jahr ein Stück, ist natürlich Überraschung, das wissen wir selber noch nicht, aber das wird sicher wieder eine klasse Aufführung.